Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2. Ich werde jetzt die Runde beenden und dann kommt das Castle entgegen. Und wir sind 3 zu... Ach komm, machen wir Autoschlacht. Bringt doch nicht mal viel Ruhm. Aber der ist ganz schön beschädigt. So, dann der Anführer. Bevor irgendwas passiert, greifen wir jetzt den letzten Sektor an. Warte mal, falsch. Letztes System. System, Sektor, alles. Mann, oh Mann, oh Mann. Muss mir das immer vorsagen, damit ich es nicht vergesse. Der ist ein bisschen, das ist auch der Herr mit dem Ketten, mit der Blitzverbindung. Genau, den würde ich jetzt mal einsetzen wollen. Nein, ich wollte mir doch... Ich wollte doch nur gucken. Kann man das nicht drehen? Joa, ganz viele nette Pyramiden. Ich glaube, die Pyramiden sind dann die Waffen, oder? Naja, nehme ich doch den. Will diese Kugel testen. Ich will die Kugel testen. Komm, wir geben mal Geld aus. Boah, der kann ein bisschen reparieren. Ja, und dann Hydra Chordatus. Das letzte System. In diesem Sektor. Attacke. Ah, ja. Das wird eine schöne Schlacht werden. Die Black Legion hat keine Chance. Na, kein Ton. Die Bedrohungsstufe zeigt das Interesse der Fraktion an jeder Sektor an. Je höher sie ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Fraktion aggressiv handelt. Okay. Ah, ja, darum ist herausgekommen. Stimmt. Umso höher die Stufe, umso aggressiver die KI und dann kommt sie endlich mal aus dem Arsch. Hm. Einfach nur warten, bis die Stufen kommen. So kommen die dann raus. Oh, jetzt haben wir hier 3 von denen, aber kein, Joa, ich sag mal trotzdem mal, alle Mann. Die haben automatisch Schleichfahrt an. Hm, der halt nicht. Der auch nicht. Nicht blind, Schleichfahrt. Und Schleichfahrt. So. Wir treffen uns. Ah, stimmt, der hat Verteidigungsplattform, die habe ich vergessen. Dann treffen wir uns ja genau da. Das sollte ja reichen. Aber sie sind eher da als wir. Nur auf Play. Frontwaffen und zack. Und ich habe das Gefühl, die sind da. Wurden gekennzeichnet. Gut. Perfekt. Oder auch nicht. Und Pause. Aha. Wo ist mein Kettenblitz? Ach, das hatte ich nicht dabei. Scheiße. Da habe ich den jetzt umsonst vorgeschickt. Sorry, war mein Fehler. Ah, der ist auch zu lahm, der Kettenblitz. Blitz, Blitz. Seitlich, Feuer.
Ach so, ups. Ah, super. Hat geklappt. Auf den da. Haben wir den einen da weggelockt. Mit dem Jackal. Das ist auch nicht schlecht. Die Blitzkugel hat nichts getroffen. Bitte seitlich. So. Oh, der brennt aber auch ganz gut. Kritischer Schaden. Fantastisch. Attacke. Blitzschlag. So. Shroud strike complete. Critical damage levied. How may I serve? Oh, die Jäger kämpfen gegeneinander. Das ist auch schön. Schön, das hat keine Türme mehr, ne? Zumindest werden hier keiner mehr angezeigt. Ready to serve. Triebwerk vernichtet. Super. Frontbewaffnung. Feuer. Spuren ein bisschen vor. Ah, die Jäger existieren auch noch. Wir hatten diese tolle Kugel. Die bisher nichts gebracht hat. Du warst es nicht. Ich versuche ein bisschen näher ranzukommen. Nee. Moving. Nee, wir fliegen mal näher hin. Ah, die Kugel entscheidet sich aber einen anderen Weg. Doofe Kugel. Skarabäus-Schwarm. Schön zentral. Das war gut. Ups. Aus Versehen gegengeflogen. Skarabäus-Schwärme sind cool. Null Problemo. Die Necrons von Melmark. Kaffee ist leer.
Bombergeschwader und Torpedos umgehen Schilde, was sie besonders nützlich gegen Schiffe mit starken Schilden macht. Ah, das wirklich nicht. Also zumindest mit dem Bombergeschwader. Ah, wir brauchen noch echt viel Ruhm. The intruders are dust, great one. Excellent. You exceed my expectations. You have delivered the lessons in respect and caution this day. And if those lessons are not taken to heart, all who oppose my will shall perish. Indeed, the recent awakenings have drawn mankind's restless eye. The servants of the formless horror will not be far behind. We shall be ready. Indeed. I cede command of a new fleet to aid your purpose. Ja, Erwachen haben wir geschafft. 300 Ruhmpunkte. Neue Necron-Flotte erhalten. Okay. Anführeranerkennung verbessert. Senkt die Anzahl der Züge, bevor ein Necron-Anführer vorgeschlagen wird, um einen Zug. Hohen Anführerverschleiß hatten wir ja auch noch gar nicht. Die leben ja noch alle. Na? The boundaries of this sector chafe at me. Is it proper that an eminence such as mine be thus confined? It is not, great one. Then we are of one mind. Reclaim the neighboring Dolan Gate, so that distant worlds might come to know my greatness. It shall be as you command. Tread carefully, Nemesaw. So forthright a move is likely to draw the gaze of the Aldari. Do you question our Pharaon's command? I merely counsel caution. Arrogance is a poor shield. I cannot defy the Great One. His will is supreme. As you wish, Nemesaw. As you wish. Ja, Retznor-System. Und im, ja, einen anderen Sektor. Den kennen wir aber auch schon. Den kennen wir aber durch. Den haben wir schon, glaube ich, mit der imperialen Armee entdeckt. Oder? Täusche ich mich da? Wo kommen wir da jetzt raus? Müssen wir jetzt durch das Tor? Warte mal. Galaxie ermöglicht ihm bla 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 bla. Das wissen wir schon. Ich würde sagen, nördlich geht's weiter, ne? Irgendwie nicht. Dann durch das Tor. Auch wieder nur so ein verfickter leichter Kreuzer. Ich will keinen leichten Kreuzer mehr. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ja. Was? Imperialer Widerstand? Ihh. Wie kommt der denn dahin? Agenten des Chaos. Ihh. Erhöht die Bedrohung im Sektor? Achso, umso besser ich das baue, umso weniger wird's. Okay. Joa, Komme ich da hin? Durch das eine Tor jetzt, oder was? Ah, Eldari, ey. Wie ich mich darauf freue. Und dann kommen wir da raus. Der leckt mich doch am Arsch. Da gibt es ja gleich richtig großen Kampf. Und dicke Verluste. Ist ja so ein Hammer. Ich beende erstmal die Runde. Und wenn wir da alle durchfliegen, dann wissen ja die Eldari, dass wir eh da sind. Also ist ja irgendwie witzlos. Von wegen soll ich wissen, dass wir da sind.
So, soweit noch nicht ganz repariert. Dann ging das Chaos. Kann ich jetzt endlich mal hier diese schöne Raumstation bauen? Das freut mich. Raumstation gebaut. Mal gucken, irgendwann wird hier und hier irgendwas verbunden. Hm, vergessene Bibliothek. Was soll's. Aber wir haben ja echt bald alles voll und ganz. Na gut, die noch nicht irgendwie. Da können wir noch nicht. Aber sonst haben wir echt immer gut aufgerüstet, ne? Oh, Zug beenden. Oh, schön. Macht uns noch Platz. Jetzt können wir da auch upgraden. Das müssen wir jetzt echt ausnutzen. So, damit das nicht vielleicht nicht in die Hose geht, speichern wir mal. Komme ich da jetzt durch? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wie komme ich da jetzt durch? Ich denke, dafür ist das dumme Tor da. Ah, muss ich so machen. Jinjar is the mineral heart of the Segmentum Obscurus, feeding the Manufactorums of Agrippina and a dozen other sectors. There are few truly colonized planets in this sector, as worlds rich in mineral resource tend towards the inhospitable. The citizens of Jinjar are likely to be slaves or penal workers, living out miserable lives in arid mines or aboard freighters. But for some renegades, there are other options. Reznor, the last resting place of vessels whose fury once shuddered the stars. A world rich in resource for those in need, and fraught with peril besides. For it is not only sunlight that caresses the planet's surface, but the toxic emissions from 1,000 reactors still trapped in decaying orbit. Tja, Umweltverschmutzung oder Weltallverschmutzung. So, ja klar, wir schicken da nur ein Schiff hin. Pff, da wollen wir alle Latten am Zaun. Komm mal her, mein Freund. Inder. Ah, hier hätte ich auch rausspringen können oder was? Geilo. Ah ne, da komme ich von da. So, jetzt muss ich hier wieder raus, da wieder rein. Ich nehme mal kurz das Mikro weg, Entschuldigung. So. Vor dieser rein und raus. Ja, Katze, was kann ich für dich tun? Ja. Du musst lauter miauen, die hören dich nicht. Ne? Lauter miauen oder in Ruhe lassen, ne? Komm her. So, komm mal her, du kleine schnucklige Katze, du. Kämpfst jetzt mal mit. Hm? Brumm. Sich einfach brrr machen. Attacke! Reznor! Oh! Ja, Emperor's Schilden. Der grinst ja sogar, der Schönling. Hm, machen wir eine Autoschlachtmusch? Nee, ne? Komm, zum Ende hin machen wir nochmal eine schöne Schlacht. Ach, man müsste mir mal die Tyranniden vor Augen halten.
Und ist das ein Schiff vom das andere Schiff, wo da reinrammt? Ist das ein Necron-Schiff? Ich hätte jetzt eher gesagt Tau. Da hat so ein bisschen Tau-Stil. Ja, Necron bestimmt nicht, da fehlt das Grün. Da kommen wir. Alles leichte Kreuzer. Na Katze, da guckst du. Leichte Kreuzer. Hm? Aber leider nur wie so eine kleine... Ah, jetzt müssen wir hier wieder... Ist die 2. Ihr seid die Nummer 1. Start. On the march. All power to motive units. What is your command? Yes, my liege. So, Schleichfahrt. I am the Dynasty Spear. Sind das Jäger oder kleine Einheiten? Na, die haben sich aufgeteilt. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. Relocating. Hinder, mein Freund, hinder. Motive units fully engaged. I serve your glory. The enemy has seized a strategic area. Machen wir ein bisschen Platz, damit wir zum einen Kettenblitz machen können. The enemy has seized a strategic area. Das dauert noch eine Minute. Da sind 2-3 Ziele gewesen. Wir versuchen erstmal den einen hier einzeln zu kriegen. What is your command? Keiner von denen hat einen Scanner. Na, zu spät. Feuer frei. Der Kettenblitzmann ist nicht dabei. Nahkampf. Seitlich schießen. Feuer. Du spring zum Ziel, noch 5 Sekunden. 2, 1. Los! Schüsse ausweichen, super. Den Antrieb bitte zerstören. Jagdgeschwader raus! Deck ist beschädigt. Nein, die Kugel geht in die falsche Richtung. Das ist aber ein großes Schiff, was wir da gerade bekämpfen. You have seized a strategic area. Massenrückruf, der hat auch Massenrückruf. Oh, ein Blitzeinschlag. Und
Frontalangriff. Internal damage registered. The enemy is seizing one of your strategic areas. Reassembling coherence. Charge strike complete. Treibendes Wrack. Weiter beschießen. Oh, 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 oh. Gut, das lief ja schon mal gut. The enemy has seized a strategic area. Wobei, den kleinen schicke ich mal dahin. Energy to recoalescence. What is your command? Na, die anderen Schiffe werden noch ein bisschen brauchen, bis sie wieder da sind. Alle Mann Frontwaffen. Und genau, da kommen sie nämlich schon. I serve your glory. Ready to serve. Feuer, da auf den, Feuer. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Kugel. Ah, oh, der geht immer in die falsche Richtung. Verdammte Kugel. Entermanöver. Enter-Manöver. Alles auf den einen da. Die Kugel macht, was sie will, aber nicht, was sie soll. Oh, erstmal Waffensysteme, ne? Schön. Aber 9 Waffen hat er noch. Und der andere hat auch noch 9 und genug Männer. Du machst den transdimensionalen Blitz, ne? All power to motive units. You have seized a strategic area. Oh, trifft der mal? Trifft der mal? Das wäre ja echt der Hammer. Boah, ganz knapp vorbei. Dieser scheiß Kettenblitz. Oh, jetzt könnte er in Gefahr sein. Springen! Wow, springen! Aus dem Punkt? Schön. Dahin. Ready to serve. Schicken wir mal feindliche Jäger raus, um die abzufangen. I am the Dynasty Spear. Ein bisschen näher rankommen zum Entern. Ach komm, nochmal ein scheiß Kugelblitz. Ach nee.
geht eh woanders hin. Ich brauch's mit den scheiß Kugelblitz gar nicht versuchen. Seitlich schießen. There will be no escape. Boarding successful. Frame läuft. Feasting. Energy to recoalesce. Ich würde mal sagen, spring mal weg da. Oh Gott sei Dank. Ich dachte, da kommt jetzt eine riesige Explosion und dann wird er noch mitgerissen oder so. Huh. Sieg auf ganzer Linie. Essen ist fertig. Kritisch. Oh. Ein zerstört, bisschen Ruhm erlangt. Leichte Schäden. Oh, ganz leicht. Kein Schaden. My ascension proceeds apace. You have done well. I do but serve as your vessel, Great One. Yet, I have some concern that reawakening the Dolmen Gate will have drawn the gaze of the Eldari. If the Eldari are alerted to our presence, it is due to your actions, not my commands. No. Of course, Great One. Was für ein Arschkriech, ey. Das ist euer Versagen, bla bla bla. So. Haben aber dadurch wieder mit Ruhm gekriegt. 500 Ruhmpunkte. Reparaturrate in aller Necronschau wird in dem Sektor. Okay, 2 Züge lang erhöht und 2 Schlachtpläne erhalten. Und geil, hier können wir wieder gleich eine Raumstation bauen. Das ist super. Die brauchen wir auch. Die Eldari werden uns auch ganz schön mächtig auf den Sack gehen hier. Das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger als das erste System oder Sektor-System. Naja. Aber wir haben gerade keinen Plan, ne? Also keine Mission. Wenn ich das richtig verstehe. Okay. Soll ich mal Runde beenden? Mal gucken, was passiert. Aha, schau mal an. Und schon wissen die Arschkriecher, wo wir sind. Ah, das Chaos schlägt, macht sich bereit. Und da kommen auch gleich Eldari. Und gleich 1000 Punkte. Ey, leck mich. Deathless Abhorrence. We know your intent. We know your purpose. We will find you. And your curse shall be lifted from this region. Greetings, esteemed foe. Rejoice, for we shall meet you in battle as protocol demands. And you shall be scattered across the stars for your presumption. I bring dire tidings, Nemesaur. Our outposts register Eldari fleets in increasing number. Do tell, Zar. I would never have guessed without your bountiful insight. The Eldari are indeed roused, as you predicted. The Pharaon will hold me accountable for this. Unless you put an end to the incursions before he orders you to do so. Victory forgives all transgressions. Indeed. But it is Kefrek's forgiveness that concerns me most. Uralte Feinde. Wir müssen dreimal gegen die Eldari-Flotte kämpfen und gewinnen. Hier kommen sie mit 1000 Mann. Da sind wir noch in Überzahl. Das Problem ist, wie viel kommen hier? 720. Das Gute ist, es ist direkt am Tor. Warte mal. Kommen die eine Runde früher? In 3. Das heißt, wir könnten das so machen,
dass wir sie erst im neuen Sektor begrüßen und dann hier. Und hier könnten wir noch Minenfelder bauen, um das Ganze zu verzögern. Du brauchst noch ein Schiff. Diese Ladezeiten zu den anderen Schiffen, das ist immer ätzend. Ja, den würde ich gerne noch bauen, das reicht aber bei Längen nicht. Wir haben davon ein Schiff. Und dann nehmen wir nochmal hier die teurere Variante. Kannst da schon mal hinspringen. So. Oha, hier ist dann die Station. Das wird hier ein Fest. Hier hole ich sie gerne. Sag ich mal gerne Hallo zu denen. Und diesen Sektor müssen wir uns auch irgendwie auch noch verbessern. Aber den werden wir auch noch gleich einnehmen, wenn die wegspringen. Haha. Das wird schön. Das wird schön, aber erst nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Necrons spielen sich auf jeden Fall anders als die Tyranniden, finde ich. Tyranniden-Nahkampf, Imperiale Armee ist eine gute Ballerborg, kann auch gut rammen. Man kann bei der Imperialen Armee und bei den Menschen die Schiffe besser spezialisieren, finde ich. Die Necrons kann man überhaupt nicht spezialisieren, finde ich. Die haben halt ihre paar Fähigkeiten bisher, weil sie auch nicht viele Schiffe haben. Also, aber dafür haben wir ganz schön gut Geld. Also, mit der Imperialen Armee und mit den Tyranniden bin ich ja quasi, mit den Tyranniden bin ich ja pleite gegangen. Und hier, weiß nicht, kann ich alles ausbauen. Vielleicht habe ich es auch vorher falsch gespielt, ne? Man muss ja auch erstmal das Spiel kennenlernen. Bei den Tyranniden bin ich quasi auf die Nase geflogen. Hier klappt es mir sehr gut. Gibt gleich noch mehr Geld nächste Runde. Kernwelt bringt mehr Geld. Imperialer Widerstand. Können wir niederschlagen und dasselbe dem Chaos. Und machen wir. Zack. Zack. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Es würde mich sehr freuen. Dafür bin ich aus meiner Gruft auferstanden. Mit den Necrons. Gut, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.